Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und haben hier die Gegner platt gemacht. Und wir sollten jetzt beim Douglas, waren wir da, und wir sollen uns schlafen legen, Freunde. Eine Sekunde, da war gerade so ein Dings. Ah, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja. Kaum fange ich hier eine Aufnahme an, kommen mit der Störgeräusche rein. Ne? Ne, wir wollten auf jeden Fall jetzt hier schlafen gehen und ja, da muss ich mich jetzt allerdings erstmal vorbereiten, weil was jetzt kommt, wird ziemlich krass, Freunde. Ich schau mal nach, was ich hier so alles in meinem Inventar habe. Was kam wir denn hier? So, wir haben das GPS drin, wir haben das MP-Wasser drin, wir haben die Granatenpistole drin, Medizin zweimal, Weinwasser. Okay, dann würde ich sagen, packe ich jetzt nochmal eben hier diese Medizin rein. Und gut, Leute, würde ich sagen. Ja, machen wir direkt mal hier weiter. Wir sollten uns ja schlafen legen. Dann jetzt oder nie. Genießt die Cutscene, Freunde. Mhm, Freunde. Genau. Habe ich euch so viel versprochen? Ach du Scheiße, Freunde. Naja, gut. Ich mach gleich weiter. Kacke, Freunde. Ja, das ist unser nächster Endgegner. Ja, richtig krasses Teil. Schaut euch das mal an. So. Alter Schwede, ey. Oh, der Sound ruckelt ein bisschen, aber es geht schon. Genau, Leute. Genau. Bam. Bossgegner. Direkt. Im ersten Part, direkt am Anfang des Parts, direkt mal ein Bosskampf hier.
Ja, Leute, habe ich euch zu viel versprochen mit der Duschszene? Ich glaube nicht. Es sah schon mega heiß aus, oder? Müssen wir mal ganz ehrlich mal so sagen. Und davor hatten wir allerdings einen sehr verstörenden Albtraum wieder, ne? Wir hatten ja das Mädchen da wieder gesehen, wie die zwar auch in dem Haus da gesehen hatten, und das ist davor irgendwas weggelaufen und das wurde von irgendwelchen Typen geschnappt und ja, das ist jetzt sehr, das ist sehr interessant, dieser Traum. Aber gut, die war irgendwo und ich denke mal, die werden wir früher oder später sehen. Das ist nämlich immer so. Gut, Leute, bei diesem Boss hier, bei diesem fetten Kuhmonster, wie auch immer, müssen wir aufpassen, weil wir müssen uns jetzt hier nämlich beeilen. Und zwar, wir müssen den schnell töten, weil ansonsten kriegen wir das gute Ende nicht mehr hin. Genau, Leute. Und dann, der trifft mich jetzt nochmal, ne, ist klar. So, den müssen wir schnell killen. Okay, Leute, mach Energy Shot. Genau deswegen habe ich mir jetzt auch hier den Granatenwerfer ausgerüstet und schieß drauf da. Los, 310. Genau so muss das laufen, Freunde. Einfach weiter drauf schießen mit den Granaten, los. Einfach hier stehen bleiben und drauf schießen, weil das ganze Ausweichen, das bringt hier nichts. Ganz ehrlich, Leute. Dieser Bosskampf ist wirklich... Moment mal, damit er mich mit seinen Pranken da nicht mehr treffen kann. Gibt es hier einen Trick bei dem, und zwar, wir können einfach hier reingehen, Leute. Da kann er uns nämlich nur noch mit den scheiß Flammen treffen. Genau. Genau, Leute, ja. Nächster Bosskampf hier. Sehr interessant auf jeden Fall, ja. Gut, Eier, dann heil dich mal bitte. Nicht, dass du hier noch drauf gehst. So. Gut. Ah, verdammt. Mach einfach, komm. Den müssen wir jetzt nämlich ganz schnell töten, weil sonst stirbt der Hund unten. Der Hund war ja unten, habt ihr gesehen, ne? Genau wie Mr. Douglas auch. Und wenn wir den Gegner nicht so schnell wie möglich killen, dann ist der Hund Geschichte, Leute. Und das möchte ich nicht riskieren. Ah, der hat uns sogar mal nicht getroffen. Okay, sehr schön. Heil dich nochmal. Und, ja, dieser Bosskampf ist eigentlich nicht schwer, ne? Man muss einfach nur schnell machen. Genau, Leute. Oh, haben wir ihn? Boah, der sieht schon echt heftig aus, Leute. Ach du Scheiße. Der sieht schon krüppelig aus, ja. Sehr gut. Oh, einfach weiter ballern. Deswegen habe ich auch... Genau deswegen habe ich so viele Granaten gekauft, Leute. Ey, meine Zauber sind weg. Moment mal, meine Zauber sind weg. Ich habe doch noch ein MP-Wasser, oder? Genau, MP-Wasser Level 2. Das werde ich jetzt nämlich brauchen. Und mach mal Energy Shot. So, sehr schön, Leute. Und weiter drauf schießen hier. Einfach weiter drauf schießen. Weil der ist nämlich nicht schwer. Den muss man nur schnell erledigen. Weil, wie gesagt... Nicht, dass der dann abhaut, weil wenn der abhaut, dann haben wir ein Problem, Leute. Der Kampf, der muss innerhalb, glaube ich, von 5 Minuten oder so. Ja, Leute, wir haben ihn. Sehr schön. Yes. Sehr geil. Ja, ist gut. Batz. Der hat den Weg kaputt gemacht. Ja, genau, Leute. Boah, ey, was für ein Ding, ey. Hört sich an wie ein Elefant, ne? Was für ein Ding, Leute. Wow. So krass, ja. Und das mal direkt mal hier... Das mal direkt am Anfang. Boah, aber wir haben ihn geschafft. Er ist nicht abgehauen, Leute. Und schaut euch mal an, was wir da kriegen. Das ist doch schon mal nicht schlecht, Leute. Oh, Proteinkapseln und neue Granaten, Leute. Sehr schön. Wisst ihr was? Die Proteinkapseln werde ich direkt schlucken. Nein, nein, nein. Benutzen. 145 HP und was haben wir hier für Granaten, Leute? Schaut mal. Airburst. 40 mm Luftgranaten. Zerplatzen nach dem Aufprall in der Luft. Also neue Granaten, Leute. Explosion. Ja, die werde ich jetzt nur als Lückenfüller benutzen, diese Granaten, weil die sind eigentlich nicht so stark. auf jeden Fall müssen wir uns hier mal wieder umrüsten. Ich habe kein MP-Wasser mehr, das ist natürlich nicht so doll. Auf jeden Fall, ja, die Granatenpistole ist geladen. Ich habe auch wieder mal fast keine Items, ne? Das ist irgendwie...
Ja, blöd. Huh. Das müssen wir erstmal sacken lassen, Freunde, was hier gerade passiert ist. Und schaut euch mal jetzt mal die Karte an. Da seht ihr nämlich dieses rote X. Wir können da nicht mehr rüber. Ich spring lieber nicht hinüber. Zu gefährlich. Ja. Der Durchgang hier ist Geschichte, Leute. Den gibt's nicht mehr. Okay, und wie sehen die Gegner aus? Hier sind natürlich wieder überall Gegner. Ja, heilige Scheiße. So, ob Mr. Douglas und Flint wohl auf sind? Ja, das müssen wir jetzt gleich mal gucken. Aber ich würde mal sagen, sind hier Gegner? Hier sind Gegner drin, Leute. Gut, wir haben uns anscheinend echt schlafen gelegt und waren duschen und alles. Ja, sehr sexy Cutscene auf jeden Fall. Und, ach man, Leute, nicht schon wieder diese Goblins, ey. Ja, komm, auf dem Klo auch noch. In der Dusche, was? Machen die was oder? Oh, fünf auf einmal, Leute. Machen die was? Ne, die machen wieder nichts, ne? Das ist wieder so komisch hier. Die machen wieder nichts, das ist so bescheuert. Aber gut. Riot. Das sind schon wieder andere Granaten, Leute. Hier, Riot. 40 mm Spezialgranaten geben grelles Licht und lauten Knall. Spezialflash. Ja, das sind, glaube ich, so Blendgranaten, aber die machen halt auch nicht so viel Damage, ne? Schaut mal, 60. Die Airbus machen schon mal 220 und die machen 270. Also die Riots, die sind nix, Leute. Die werde ich nur als Lückenfüller benutzen. Alles klar, dann haben wir hier schon mal die Gegner aufgeräumt. Ja, richtig krass, Leute. Wir haben ja den Douglas eben gesehen, da unten, wie er da auch seine Probleme hat mit dem Hund. Und dann würde ich mal sagen, jo. Bewegen wir uns mal direkt mal dahin, weil die Kat. Das war ja ganz schön krass, was hier gerade eben wieder abgegangen ist, ne? Also. Ja. Oh, Leute, das ist schon wieder so ein Pferd. Verdammte Kacke. Ja, dann komm, bevor der mich hier anrammt. So. Was? Beide auf einmal? Okay. Beide gleichzeitig. Oh, Skorpione, die aus dem Boden kommen. Geil, Leute. Krass. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, schieß da mal drauf da. Und mach hier Dings. Combustion. Und zack. Da haben die mich aber getroffen. Die Biester. Gut, Leute, wisst ihr was? Flair. Geil. Das werde ich direkt reinpacken, Leute. Flair ist richtig gut hier. Okay, Leute, wisst ihr was? Das kommt sofort hier ins Kampfinventar. Nein, nicht das GPS, das war doch schon drinne, Mensch. Okay, Flair, so, das ist eine richtig geile Waffe, ey. Kann man die nicht irgendwo kaufen? Nee, leider nicht. Was wollte ich denn jetzt? Ach so. Okay, Leute, wir müssen auf jeden Fall zu Douglas und dem Flint. Sehr schön, Leute, zum Glück ist der Hund nicht gestorben. Boah, schaut euch das mal an. Alles verwüstet hier, alles kaputt, Leute. Sehr gut. Der Hund lebt, Leute. Der Hund lebt. Sehr gut. Das war ja ein Brocken. Die Minen hatten keine Wirkung. Sie haben mir das Leben gerettet. Sind Sie verletzt? Nicht weiter schlimm. Oh, gut, Leute. Ach ja, der Laster ist bereit. Hier, der Schlüssel. Jawohl, Leute, wir haben den Lastwagenschlüssel. Wir können zum Bunker fahren. Sehr schön. Danke. Du hast aber noch mehr für uns, Douglas. Du hast noch mehr hier. Danke für die Hilfe, Aya. Es gibt da nämlich noch ein Item. Genau. Kommen Sie nachher zum Wohnwagen. Ich hab da was für Sie. Genau, Leute. Er hat was für uns. Keine Sorge. Ich ruhe mich nur aus. Und das Hündchen hier noch lebt, das ist verdammt wichtig, Leute. Verdammt, verdammt, verdammt wichtig. Fürs gute Ende auf jeden Fall. Gut, Leute, wir haben Douglas und den Hund gerettet. Hier sieht's wie Scheiße aus. Und ja, es ist leider alles kaputt gegangen, aber das kann man nicht verhindern. So, ich glaube, ja, die vier Räume. Der Salon und dahin. Das ist eigentlich gar nicht so viel, ne? Nur die vier Räume hier eigentlich. Naja, gut, Leute.
Das ist schon wieder so ein typischer Flair-Raum, ne? Wisst ihr was? Das mache ich auch. Komm, hier, Flair. Mach die alle kaputt. Zack. Oh, die gehen gar nicht alle kaputt. Ah, verdammt. Okay, ja gut, dann mach hier Dings. Plasma, los. Ah, verdammt, mach Plasma. So. Sehr gut. Du hast Flair direkt benutzt. Ja, das ist... Das muss halt so sein, ne? Die Gegner, die nerven nämlich. Und das nicht zu knapp. So, Leute, ich habe ja eben noch von dem... Wir haben ja eben von dem Bosskampf noch hier einiges an XP bekommen, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, leveln wir mal... was leveln wir denn hoch? Plasma oder Combustion? Ich würde sagen Combustion, den werde ich ja öfter benutzen, ne? Da ist die Verzögerung, bis der Zauber nämlich aktiviert wird, ein bisschen geringer. Genau, Leute. Sehr schön, dann fehlen noch Metabolismus und Plasma. Dann haben wir alle auf Level 2. Sehr schön, weil das wird nämlich später noch sehr, sehr wichtig, Leute, dass wir alle Zauber schön aufgelevelt haben. Weil, ich kann es euch schon mal sagen, der Bunker wird heftig, Freunde. Der Bunker wird sauheftig. Das sage ich euch jetzt schon. Ah, da könnt ihr euch schon drauf freuen. So, was gibt's hier? Ah, Babys, okay. Nein, nicht immer damit Schaden machen, ey. Mensch. Was ist da vorne? Da vorne ist auch noch irgendwas. Was geht denn hier schon wieder ab, ey? Ah, genau. Durch Level 2 hat sich jetzt auch die Reichweite hiervon vergrößert. Und somit konnten wir jetzt auch die Gegner da drinnen, ja, treffen. Was normalerweise nicht geklappt hätte. So. Dann halt schneller nach. Lass dich nicht pieken. Ah, ja. Ach, verdammt. So. Ja gut, das geht ja noch. Okay, Leute. Boah, 19 MP und HP. Geil, Leute. Wir sind schon wieder voll hier. Das ist so heftig. Ja, da haben wir am Anfang der Folge direkt mal wieder hier so einen Bosskampf serviert bekommen. Ich weiß, das war ziemlich langweilig, wie ich den da gemacht habe, aber das ist halt die effektivste Methode. Ne? Man hätte auch ausweichen können und alles. Aber das wäre zu zeitintensiv gewesen und dann hätten wir den vielleicht nicht innerhalb der 5 Minuten geschafft oder keine Ahnung, wie lange das dauern muss, damit der Hund nicht stirbt. So, die Goblins da. Da ist noch einer. So. Oh. Die Fresse von dem einfach mal quer durchs Bild geflogen. Ja, geil. Hydramuni. Sehr gut. Die werde ich nämlich auch noch brauchen, die Hydramuni, weil ich kann es euch schon mal sagen, das Item vom Darkless, das ist richtig geil, Leute. Das ist richtig geil, was wir da gleich kriegen. Das wird lustig, das wird cool, Leute. Ach du Heilige! Ach, was ist denn hier los? Hier ist ja alles voll von euch. Okay, dann da oben diese Biene da. Okay, nur noch die hier, ne? Ich glaube... Lass dich einfach treffen, komm, ist gut. Als dass, wenn du da noch einen Schuss verbrauchst. Nee, lieber nicht. So, 19. Seht ihr das dann schon wieder voll? Ich drücke wieder das Falsche, ne? XP 877. Ich glaube, wir können dann, Moment mal, habe ich das Plasma überhaupt aufgelevelt oder war das... Nee, es war das Combustion, ne? Ich habe euch eben Scheiße erzählt mit dem Plasma. Mit der Reichweite? Naja, egal. Gut. Wie gehen wir denn jetzt am besten dahin? Ich glaube... Wo ist der Keil eigentlich? Ne? Der Keil, der hätte uns doch auch mal helfen können. Wo ist der überhaupt? Ja, der hat sich verpisst, ne? Super. Toll. Ja, dann gehen wir mal da rein. Oder gibt es hier vorne noch irgendwas im Auto? Ich gucke noch mal kurz im Auto vor, ne? Ob es hier noch irgendwas gibt. Eine Zusatztasche gibt es noch. Oh, okay. Dann verschieb das doch mal. So, sonst haben wir ja eigentlich... Ja, diese Airburst. Ja, wobei, nee, wir müssen ja gar nicht mehr zum Auto, ne? Batsch. Wir müssen ja eigentlich nur noch... Moment, das kann ich direkt mal machen. Die Zusatztasche, benutzt die mal bitte, ah ja. So, hat nun mehr Taschen. Die maximale Anzahl an Slots sind nämlich 10 Slots, Freunde. Und, ja. Die will ich definitiv haben. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, machen wir noch die restlichen Gegner hier kaputt. Wo sind sie denn? Ah, hier. Direkt vor meiner Nase. Ach Mensch, das sind schon wieder so viele.
Was ist denn da alles? Was kommt denn da? Da kommt was auf dich zu. Ah ja, hallo. Hallo? Hast du keinen Bock oder was? Ah, hier, okay. Hä? Was denn wurde? Ah, hier vorne. Ah. Okay. Ja, gut. Und, da links auf jeden Fall. Das sind dann noch so Bienen oder Motten oder was das ist, ne? Ja, genau. Komm mal schneller, bevor der dich wieder piekt hier. Und auf die Bienen da oben. Los. Wo denn noch? Hä? Wollen die mich verarschen? Ich hoffe, die Gegner wollen mich hier so ein bisschen pranken, ne? Ah, okay, die sind da hinten. Alles klar, ich merke schon. Mhm. Alles klar. Gut, dann da. Genau. Mach den doch kaputt, Mensch. Die Biene sieht interessant aus. Naja, so. Hier ist noch mehr. Ja, okay, da kannst du dich aber treffen lassen einfach. Und probier die mal kaputt zu schießen. Sehr gut. Wir waren nämlich wieder kurz blind. Aber ja, geht schon. So, 8 HPs. Sehr gut. Gut, Leute. Unsere Gegnerrunde, ja, geht voran. Und ja. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal. Oh, wenn ich schon wieder dieses Geschlappe höre. Oh, und die Mücken. Ah, okay. Und lauf! Ach, ich hasse die Dinger. Diese Kackpferde hier, wirklich. So, mach mal hier Dings. So und drauf da. Los. Okay, hier Dings. Mach mal nichts Großes. Na, verdammt. Plasma, komm. So. Weg mit dem scheiß Pferd. Sehr gut, Leute. Ah, was mache ich hier? Oh Gottes Willen. Ihr seid ekelhaft, Leute. Ihr seid ekelhaft. Jetzt lass mich mal nachladen. Schneller. Ah, verdammter Scheiß. Zum Glück vergiften die uns nicht, ey. Ah, verdammt. Geh weg. Dumme Mücke. Geh bloß weg hier. Ah, da oben. Da oben. Ja, sehr gut, Leute. Sehr schön. Die haben wir. Boah, richtig ekliger Raum hier. So. Aber wie immer bleiben wir siegreich. Und 14 HP, 14 MP, Hydra-Muni. Die nach und nach auffüllen, Leute. Die wird wichtig. Die Hydra-Muni wird verdammt wichtig. So. Da hinten noch, da links am Salon noch. Also einmal quer durch. Na super. Okay, Leute. Gut. Dann machen wir das mal. Und wieder Skorpione hier, okay. Dann stelle ich mich schon mal in die Mitte. Und mach mal hier dann direkt mal ein Plasma. Und mach die kaputt, los. Jawohl, der Skorpion ist direkt mit explodiert hier. Oh, Batsch, sehr gut. Ach, das dauert ewig hier. Mensch. Guck mal hinter dir, Eier. So, da. Nein, was machst du denn? Mensch, so. Fuck. Sehr gut. Und jetzt auf das Baby. Genau. Weil vielleicht geht ein Skorpion noch mit drauf. So. Ah, leider nicht. Schade, Leute. Egal. Dann mach hier noch Plasma. Und das war's. Sehr gut. Hier hatten wir ja den Albtraum gehabt. Ne, in diesem Raum. Und ja. Ja, was es da mit dem Mädchen auf sich hat, Freunde? Ich weiß es, aber ich erzähle euch natürlich nicht, was es damit auf sich hat. Ne? Das ist klar. Weil das so wollt ihr ja selber rausfinden, ne? Genau, Leute, ich sag's nur so. Im Bunker wird's krass. Im Bunker wird's sau krass, Leute. Da könnt ihr euch echt schon drauf freuen. Und ja, stiefeln wir mal weiter. Geht's euch gut soweit? Mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt mittlerweile die dritte Woche in Eigenisolation. Aber es geht mittlerweile schon wieder. Ich muss nächste Woche mal wieder ein bisschen arbeiten. Ja, dann komme ich auch mal wieder ein bisschen raus. Ne? So, dann waren ja jetzt hier noch in dem Salon hier noch so ein bisschen was. Ne? Wir sind ja jetzt schon eine ganze Weile hier in Dryfield und ich muss sagen, die Gegend hier ist echt super. Oh, Babys und Goblins, ja dann schieß mal auf das Baby da hinten schnell. Mensch, Eier, schieß auf das Baby da. Lass das Baby mal hier hinkommen. Ich will das mal kombinieren hier.
Lass das Baby mal hier hinkommen. Da und... So, genau, Leute. Sehr gut. Ey, das ist jetzt aber scheiße hier. Was soll das denn? Lad nach, schneller und schieß. Will ich anspringen. So. Oh, Gott sei Dank. Verdammt nochmal. Okay, heil dich. Schneller und schieß den kaputt da. Los. Scheiß Goblins hier, ey. Also wirklich. Aber egal. Die bringen, glaube ich, wieder viel MPs, ne? Ja, 12. Das ist okay, Leute. Das ist okay. Gut. Ich glaube, wir werden jetzt ein letztes Mal hier beim Saloon sein und so, ne? Ah, oben im Loft ist auch noch was. Ja, da gut. Da können wir noch eben schnell hingehen. ja. Ein letztes Mal hier durch die Räume streifen. Weil ich glaube... Ah, nee. Ja, es könnte sein, dass ich Quatsch erzähle, Leute. Wartet einfach mal den Storyverlauf ab. Gut, hier gibt es ja das Telefon. Gibt es hier noch ein neues Gespräch? Ich glaube schon, oder? Ah ja, Baldwin. Ja, Baldwin. Jody sagte mir, dass sie zum Bunker gehen. Was? Ein NMC größer als ein Elefant? Seit Manhattan liegen keine solchen Berichte vor. Ein Grund mehr, den Bunker zu untersuchen. Leider sind alle mit dem Tower beschäftigt. Sie müssen alleine hin. Ja, super. Doll. Natürlich müssen wir wieder alleine hin. Ja, komm, lass. Ich mache hier einfach ein Safe State. So. Natürlich müssen wir alleine dahin. Das ist klar. Aber der Pierce ist ja weg. Ne? Wir haben ja gehört, dass Pierce weg ist. Hm, lassen wir uns mal überraschen, Freunde. Was da noch so auf uns zukommt. Ach du Scheiße. Ist da was? Mach mal direkt hier Combustion los, Level 2. Batsch. Alle weg, ey. Der Sound war auch viel geiler, ne? Firefly geil. Der Sound war auch viel besser, ey. Gut, Leute. Dann würde ich mal sagen, haben wir es jetzt hier, ne? In Dryfield erstmal. Genau, wir müssen nur noch in die Garage. Alles klar. Ja, hier können wir jetzt leider nicht mehr vorbei, ne? Wir springen lieber nicht rüber, zu gefährlich, ja. Ja, der blöde Vieh hat da ja da alles kaputt gemacht. Und ja, gut, Leute. Dann machen wir uns mal auf in die Garage. So. Ja, die Folge, die war ja wieder sehr ereignisreich, ne? Ich sehe gerade, dass der Part fast zu Ende ist. Und ja, gut. Dann würde ich mal sagen, schauen wir nochmal ganz kurz. Wir können sogar wieder was leveln, Leute. Wir können sogar den Metabolismus jetzt auf Level 2 machen. Ich glaube, das machen wir sogar. Ja, sehr schön. Dann haben wir nämlich so gut wie echt alles jetzt auf Level 2 auf unser Plasma. Oh, das ist sehr geil, Leute. Das ist sehr, sehr gut. Das werden wir alles brauchen. Vertraut mir. Das werden wir alles brauchen. Gut, Leute. Ja. Bevor wir jetzt hier in die Garage gehen, ich kann euch schon mal sagen, da drin wird eine Cutscene kommen. Und bevor wir da jetzt reingehen, Leute, würde ich sagen, mache ich mal die Folge jetzt zu Ende, weil meine Uhr klingelt auch gleich. Und ja, wenn es euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und ja, dann würde ich sagen, genau, liebe Uhr. Dann würde ich sagen, jo, haben wir es mal wieder für diese Folge und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.